Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession von Elex. Wir haben Sonntag und wie ich gestern schon angesprochen habe, will ich heute noch mal so zwei, vielleicht drei Folgen, je nachdem, wie sich's ergibt, machen. Für mich ist gerade Sonntag der 3. Juni, ist es, glaube ich. Und das müsste jetzt Folge für auch wieder in 8 Tagen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja. Und, oh, guck mal, Leute, es sind ja noch Sachen. Aber es sind nur irgendwelche doofen Fackeln oder, na egal. Wir sind hier immer noch in dieser, irgendwas Facility-Dingsbums, dieses fette Gebimsel hier überall, was halt mega riesig ist. Und ich glaube, müssten bald alles durchhaben. Ja, Magnesiumfackeln, ich brauche euch so unbedingt, Kappa. Wir waren ja jetzt in den letzten Folgen sehr viel, ja, in diesem Bereich unterwegs, aber ich glaube in diesem da noch nicht, oder? Haben wir dort oben schon? We'll see, aber... warte, liegt hier noch... Ja, okay, sind noch nicht despawned, aber haben wir schon gelootet, wunderbar. Jep, unser Weg führt uns jetzt hier nach oben. So sieht das aus. Ach, guck mal, du greifst uns noch an. Bist du so ein Wühler, der wieder über 130 gibt, ne? Ja, oder fast. Ach, guck mal, Herrscher. Warte. Ach, halt, stopp. Warte, so, jetzt aber. Jetzt machen wir dich platt. Ey, das hab ich... Was soll denn das jetzt hier? So, jetzt aber. Puh. Ah, wir schmeißen jetzt mal wieder noch so zwei, drei von den Erstelfleischtellern rein. Dann passt das alles wunderbar. Das ist krass, wir müssen echt wirklich dauerhaft Asseln töten, wenn wir die Produktion davon aufrechterhalten möchten. Aber das wird definitiv nicht funktionieren, leider. Ach. Hey, nein, ich will doch den Typen looten, nicht dich ansprechen, Manno. Schlimm. Ich muss sagen, der Spielfluss zurzeit gefällt mir richtig gut. Also, wirklich, wir haben keine riesengroßen Probleme mit irgendwelchen Gegnern mehr. Es geht alles leicht von der Hand, aber ist auch nicht too easy, dass es nervig wäre. So von nochmal ein Gegner jetzt da. Also, klar, bei den ganz Kleinen, da denkst du ja schon, naja, gut, Wayne brauche ich jetzt auch nicht mehr. Aber sonst so, was ist das? Achso, es ist so... Entweder Brennstoff oder Munitionsgedöns, ne? Also Brennstoff ist ja auch Munition. Ja, okay, Energiezellen. Auch Munition. Alles gut. Aber wir sind gerade wieder an einem sehr schönen Punkt im Spiel. So gefühlt. Hallo, darf ich dich? Dankeschön. Und wie gesagt, also es bleibt echt nicht mehr allzu viel. Und wir werden wahrscheinlich bald Richtung Hauptstory einiges erleben, nicht wahr? Auch geil, dass hier noch so ein Krug drin steht. Macht natürlich Sinn, ne? Ich habe so ein bisschen Angst, dass das hier gerade noch verstrahlt wird, weil das von der Farbe des Bildschirms her, von Lichtverhältnissen irgendwie, sieht das ein bisschen danach aus, teilweise. Ja, Ratten brauchen wir nicht. Ach, das war ein Geldbündel, was hinter dem Auto lag. Ach so, ich dachte schon. Ich würde so gerne einfach... irgendwie wieder ein Audiolog oder so mal finden. Aber gut, wir hatten ja gerade eben erst noch richtig viel Story-Gedöns hier mit diesen ganzen hinterlassenen Berichten. Frag mich, was mal durch diese Rohre überhaupt transportiert wurde. Man weiß es nicht. Oh cool, dass hier mal so eine schräge Straße nach oben führt. Ist natürlich doof zum Kämpfen. Wobei, gerade geht's noch anscheinend. Oh. Hi! Na? Na? Hey! Na, wie geht's? Okay, ich denke mal, wir müssen da jetzt nicht nochmal heilen. Ja, jetzt machen wir einfach fetteste Kombo aller Zeiten und putzen den halt weg bis zum... geht nicht mehr. Guckt euch das an.
Es ist immer wieder nervig, wenn die so in die Wand rein glitschen. Weil es halt irgendwie immer passiert, dummerweise. So, da haben wir ihn. Ja, das passiert irgendwie wirklich mit jedem Gegner. Bewaffnung der Angestellten. Oh, da ist ja so ein fettes Tor, lol. Bewaffnung der Angestellten. Können wir tatsächlich uns gleich wieder was durchlesen. Sehr geil. Brauchbares in den Trümmern hier. Ja, aber zumindest noch einiges, ne? Oder ist da Alexid? Ja, ey, lass mich, hallo. Nicht klettern, ich will das... Da ist es. So. Wunderbar. Ach, wieder kein Audio-Log. Ich dachte mir... Story-Schmorri. Ach, naja. Wir gucken nochmal kurz, ist hier... Ne, da waren wir jetzt und alles ist... Okay. Gut, 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 gut. Also geht's nur noch dort entlang. Ja, warte mal. Wir lesen uns jetzt erstmal das durch, wo auch immer es sein mag. Yes, richtige Richtung gescrollt. Wir haben so viele Schriftstücke, es ist unfassbar. Waffenausgabe. Hiermit verpflichte ich jeden, der im Berg arbeitet, eine Waffe zu tragen. So einen Vorfall wie gestern können wir uns nicht noch einmal erlauben. Gebt jedem Wissenschaftler wenigstens eine Handfeuerwaffe. Wir haben sowieso genug davon. Wenn noch eines dieser Experimente ausbricht, möchte ich nicht in der Nähe sein. Manche von denen sehen wirklich zum Fürchten aus. Das werden dann wohl die Mutanten sein, beziehungsweise Menschen, mit denen sie Elex-Versuche durchgeführt haben. Die dann halt mutiert sind und die ersten Mutanten wurden und Bams und raus und ja. Der Todesstrahl. Vom Todesstern oder was? Der sieht ziemlich awesome aus, vor allem halt mit dem Skelett, was dann hier denn noch so in der... Das sieht ziemlich cool aus. Leute, was ihr teilweise mit Skeletten hier in dieser Welt angestellt habt, das ist der Shit, ey. Mann. Und wenn ich das richtig hinkriege, könnte ich das voll gut als Thumbnail nehmen. Ich denke da immer so gerne dran. Der Todesstrahl. Okay, wird wahrscheinlich ein ganz normales Plasmagewehr sein. Energiewaffe. Ah, da gibt noch einen Skill dazu. Mutantenkiller. Aber gut, haben wir sowieso schon. Aber plus eins nochmal bedeutet das... Ne, warte mal, hä? Aber wir haben doch Mutantenkiller schon, ne? War das hier? Ne, das war das mit dem Gedöns. War das hier? Lol, ja, okay, macht Sinn. Wir haben das schon. Aber vielleicht... Wenn man das durch die Waffen nochmal mehr dazu bekommt, vielleicht ist das dann noch krasser? Ich weiß nicht. Das war wohl nichts. Hey, ich habe da noch gar nicht großartig was versucht. Okay, da müssen wir also ansetzen. Wie weit geht's? Wahrscheinlich hier nicht mehr, oder? Oh, wetten. Oh, es ist eine nette Truhe, okay. Zu einfach. Naja. Ja. Ja. Brauchen wir alles nicht. Ja, Magnesiumfackeln. Juhu. Boah, ich würde sau gerne dieses fette Ding aufkriegen, ne? Da guckt es aber ja noch ein bisschen ein paar Stahlträger durch. Die wurde wohl in sehr großer Eile zugemacht, dass da gerade so in der letzten Sekunde, dass da irgendwie. Also sieht zumindest so aus. Nein! Ha! Gut, dass es diesen wunderschönen Glitch gibt, beziehungsweise Bug, dass, wenn man Leertaste spammt, man manchmal keinen Fallschaden bekommt. Ich benutze ja eigentlich ultra ungerne sowas. Aber bei Fallschaden ist das halt so, es ist halt einfach nur unnötiger Schaden, der dir halt dann im Grunde... Oh fuck. Ups. Der dich dann halt einfach nur unnötig Stuff verbrauchen lässt. An Heiltränken oder so. Ah, wir sind ganz schön nah an diesem Krater. Ich würde ja schon ganz gerne mal einen Blick darüber erhaschen. Aber es geht erstmal nach da oben, oder? Yep. Und da wird man direkt schon... Ja. Hier sollten wir definitiv nicht weitergehen. Ich würde so gerne mal in den Krater reingucken. Und klar, wenn wir uns jetzt komplett mit Feuerteufel und sonst was für Hitzeresistenzdingern pushen würden, vielleicht könnte man dann ein bisschen... Aber...
sonst dieses Reich. All dies wird einmal dir gehören. I'm on top of the world. I'm on top of the world. Live on and dream on. Ja, okay. Ich denke mal, wir sind jetzt eigentlich durch mit dieser Facility, oder? So ziemlich. Oder geht's... Warte mal, da ist noch... Warte mal, welche Richtung ist das jetzt map-technisch gesehen? Warte mal, jetzt gucken wir da lang. Das ist ja Quatsch. Das ist, nee, hä? Warte mal, wenn wir da lang gucken, sind da ist das die Richtung. Ah, okay, verstehe. Verstehe. Müssten wir eigentlich alles haben, oder? Oder? Ich weiß nicht, ich hätte jetzt fast gesagt, wir gehen jetzt einfach nach Norden weiter. Wir sind jetzt überall hier gewesen, oder? Nicht, dass es doch noch irgendwas gab, aber eigentlich... meine ich... wenn ich jetzt nicht doof bin... oder waren wir hinten schon? Müssen wir doch auch schon gewesen sein, oder? Hier waren wir doch jetzt überall. Klar. Klar, das ist doch das und das und... natürlich. Gut, dann gehen wir runter, oder? Da vorne ist eine Chimäre. Die können wir mal eben... ein wenig putzen. Hallo? Hallo? Visier sie doch an, bitte! Na, natürlich geht der Jackpack-Angriff nicht an. Ach, das ist doch alles verarscht. Ach, das ist doch alles... ah, dieser Jetpack-Angriff macht mich in letzter Zeit so fertig. Weil er halt einfach nicht trifft, weil man immer auf dem Gegner selbst drauf landet und damit der Angriff halt weggebackt wird. Hm. Wäre cool, wenn man dann so einen Stichangriff machen würde von oben, wenigstens. Damit das trotzdem funktionieren würde, auch wenn man direkt auf dem Gegner drauf ist. Ja, okay. Knären sind mittlerweile auch super easy, Alter. Warte mal, was ist denn das? Wir gucken gerade... fuck, in welche Richtung gucken wir eigentlich gerade? Ich sehe es nicht, weil Ray direkt drüber steht. Fuck, Mann. Nordosten. Na egal. Was ist denn? Das sieht mir irgendwie ein bisschen künstlich aus, oder? So, da halt so wirklich diese Klippe so straight, Eis, Bams runter. Ich sehe nicht, wo ich hingucke. Von, na egal. Aber es ist das so hier, das Gebiet, ne? Egal. Ach, Orientierung und ich, ne? Sudele. Ja, wir gehen jetzt einfach mal... oh, da unten sind rote... was ist das? Sind das rote Pflanzen? Ja, ne? Ist keine Lava. Nun denn, jetzt ist halt die Frage, ob es sonst noch in Ignadon irgendwas Sehenswertes gibt. Hier, zumindest in der Richtung. Also, hier ist ja der Weg, wo wir dann mit dem Großangriff gebumselt sind. Ansonsten, wir hatten jetzt alles das Gebiet auch schon. Das, also, es fehlt wirklich von Ignadon uns nur noch so dieses Zwischengebiet hier, wo wir nur einmal durchgerusht sind, als wir die Quests vom Hort gemacht haben und einmal hierhin mussten. Immer einmal straight durch, aber ansonsten genauer unter Betracht gezogen haben wir dieses Gebiet noch nicht. Ansonsten hier waren wir schon, ja, da glaube ich auch schon so halbwegs, so ja, also wirklich nur noch so dieses Gebiet, vielleicht noch ein bisschen hier so. Ist echt nicht mehr viel. Ich finde, da können wir einfach mal eben ein bisschen durchlaufen, ein bisschen groben Überblick erhaschen. Und wenn es da jetzt nicht irgendwie eine gewisse Stelle gibt, wo wir sagen so, oh mein Gott, da muss ich hin, das sieht interessant aus, dann, ja, meine Güte, dann lassen wir es jetzt auch gut sein. Aber ich finde, ist doch, Ignadon hat doch mehr Pflanzen als gedacht. Ne? Okay. Dann werde ich jetzt mich mal den großen Gegnern dort widmen. Ich
glaube, ich setze mal wieder meinen normalen Helm dafür auf. So. Speichern wir nochmal. Und dann bist erstmal du dran. So, jetzt aber. Jawoll. Vams, 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 Vams und Vams und... Ey. Ey. Okay, hat er ihn halt. Weißt du, Holz. Es ist manchmal echt, die Begleiter stehen da manchmal einfach im Weg, dass man manche Sachen einfach nicht trifft. Es ist ein bisschen... So, mein Freund. Schauen wir mal, schaffen wir dich ohne uns zu heilen? Er hat uns zwar jetzt hart gedamaged, aber wenn wir nicht nochmal es dazu kommen lassen, dass er uns nochmal damaged, jawohl. Haha, wir haben die Combo richtig geil aufgeladen. Und damit den Sieg errungen. Mit einem starken Schlag. Ich finde das so befriedigend, ja? Immer die Combo aufzuladen und dann mit dem finalen Schlag wirklich so einen Haufen an Damage zu machen. Das ist einfach boom, ey. Das ist geil. Was ist das? Gucke ich gerade einfach... In welche Richtung gucke ich denn? Ich gucke gerade einfach wieder in die Richtung von der Facility. Das sind die hohen Türme, ich Vollidiot. Auf die ich nicht drauf kann, in denen irgendwie Items drin sind, die ich nicht bekommen kann, weil ich da nicht rein kann. Was mega unbefriedigend ist, aber egal. Halt, stopp, war da Asseln? Habe ich hier Asseln gehört? Da ist doch eine Assel. Ha, jetzt. Sowas ist auch wieder mega unangenehm, dass du über so kleine Scheißsteine halt einfach dagegen läufst. Und dann das irgendwie... Komm, hier kann man doch einfach smooth drüber laufen. So, genau so. So müsste es... Ja, das, sowas darf nicht passieren. Dieses manchmal hängenbleiben an so einer Stelle hier. Ist scheiße. Sowas, das ist so ein Beispiel zu, wisst ihr noch die eine Folge, wo ich mal so ein Zwischenfazit gemacht habe, ist jetzt mittlerweile auch schon wieder eine Weile her. Das meinte ich. Genau das meinte ich mit der Bewegung, mit dem Movement, dass das irgendwie doof ist. Ha, lacker! Okay. Wir sollten ihn erstmal eine Combo machen lassen. Ja. Jetzt greifen wir an. Ja. Und das müsste reichen, jawohl. Baby. Okay, ja, du bist ja sowieso super low. Ach ja. So. Da geht's zu dem Konverter, genau. Das war der vom Großangriff, genau. Ich guck nur noch mal kurz, hier so außenrum. Wo sind die, wo, da, ah, okay. Hier scheint noch was zu sein, oder? Das ist doch genau so ein kleines Eck, was unauffällig sein möchte, wo noch irgendwas Geiles ist, oder? Komm schon. Warte mal, sind das hier alles Wühler? Mir reißt alles. Naja, gut, 60. Ist immer noch. Kann man sich mal geben, die Erfahrung. Ach, deswegen. Hier ist nochmal so ein. Okay. Dann. Nein! Fuck! Okay. Dann würde ich mal behaupten, wir taken einfach mal eine Nummer 5. Oh. Ja, richtig. Ich habe schon fast wieder vergessen, dass sie ja so ultra... So, jetzt aber. Jetzt sind wir unkaputtbar. Jetzt kannst du uns nichts haben. Ja, einfach gegenheilen mit dem Ding. Ah, okay. Ja, okay, die komplette Combo halten wir nicht aus. Okay. Das sind ja auch drei super starke. Ausgewichen. Boah, ich bin zu gut, ey. Nun gut. Hi. So, jetzt aber auf den Hintern. Kriegst du's. Bergtroll. Vams, Junge. So, wenn wir gerade schon noch dabei sind und die fette Heilung in uns haben. Hier einmal ein bisschen. Achso, nee, das andere Symbol ist nur die Rüstung noch, wa? Na, was soll's.
Aber diese fetten Knochenmarkbrühe-Dinger. Ach, ich liebe sie. Aber ich hatte doch genau recht. Warte, kommt da vorne noch so ein Vieh raus oder ist das eine... Ne, da ist ein Vieh gestorben, okay. Ah, ich hatte doch wirklich genau recht. Also, warte, ich will... Hä, ist das kein... Okay, es ist nichts, was man mitnehmen kann. Das ist hier so eine Stelle, die so unauffällig sein möchte, wo aber nochmal irgendwas Fettes ist. Genau sowas ist das doch, man kennt das doch. Okay. Sogar so tot, dass ich nicht mal mehr looten kann. Die haben Viechers, ey. Okay, immer ein paar Adern. Ich mag das Aussehen der Erzadern. Da habt ihr aber einen Fehler gemacht. Na, egal. So. Ja, da hat er hier immer so ein bisschen sein Fressen anscheinend. Gut. Da haben wir die kleine Kleinigkeit hier mal eben noch ausgewühlt. Und jetzt... Warte, wir können mal gucken. Ja, wir sind nämlich super nah an der 34 dran. Ist halt die Frage, soll ich Kettensäbel Stufe 3 pushen mit 64 Stärke und Geschick? Oder... Naja, gibt was sonst eigentlich? Ich meine, es gibt irgendwie nichts weiter, was ich jetzt noch unbedingt sonst haben wollen würde, oder? Ich meine, aber wir sind halt stark genug gefühlt gegen alles. Also... Ist jetzt nicht mal mehr so, als würden wir irgendwas gebrauchen können. Also... Ganz ehrlich, wir kriegen halt die ganzen Trolle auch, ich will jetzt nicht sagen mit Leichtigkeit weg, aber es geht halt schon ganz gut von der Hand, ne? Also, weiß nicht. Also selbst wenn es halt nochmal irgendwie Finalgegnermäßig irgendwas Krasseres gibt, es ist halt trotzdem... Ich kann mir kaum vorstellen, dass es jetzt also nicht mehr für uns machbar wäre. So. Also ich habe das Gefühl, dass wir jetzt schon auf einem Level sind, wo wir eigentlich alles, was uns das Spiel bieten kann, an stärkeren Gegnern auch besiegen können. Ach fuck. Aber nun ja... Wir werden es ja sehen. Aber ich werde es mir natürlich trotzdem nicht nehmen lassen, das Schwert noch so fett hoch zu ballern. So, da haben wir den Loot. Gehen einfach mal den Weg hier weiter, ne? Weil, warum nicht? Wie immer, Leute, ne? Wenn ich irgendwie irgendwo mal falsch abgebogen bin, irgendeine coole Location verpasst habe, sagt mir Bescheid. Ganz ehrlich, wir machen hier so viel XP mit den Gegnern, das ist doch saugeil, oder? So, nun denn. Soll das so? Dass hier so ein Zwischentümmel ist. Was? Okay, wir sind jetzt... Wo genau? Wir sind jetzt hier in diesem Bereich, okay. Boah, auf ein bisschen da lang, ein bisschen hier lang. Wir schauen einfach mal, guck mal, eine Chimäre, die kann man nochmal eben... Oder... Boah, jetzt hat er mir echt noch Schaden gemacht, ey. Komm schon, hey! Warte kurz. Jo, er hat mich trotzdem getroffen, fuck mal. Das passt, das passt, das passt. Habe ich dich jetzt schon... Nee, ne, genau so. Ja, die kleinen Scheißer hier, die müssen wir jetzt nicht unbedingt... Oh, hat er sich geputzt, ey. Ja, ansonsten... Scheint es ja hier alles recht friedlich zu sein. Wo? Da, oh, direkt über uns. Hey! Alter.
Der war aber jetzt hart nah am Boden. Fliegen die einfach so lang? Was ist denn hier los? Das geht ja mal gar nicht. Das ist ja hier... Ich glaube nicht, dass die hier die Flugregeln einhalten. Ja, für Sicherheit und so, ne? Ah, da vorne läuft noch so ein fetter Troll rum. Ja, komm. Wenn wir den schon sehen, dann gehen wir auch dahin. Ach genau, und das war der Weg, wo wir der Großoffensive lang sind. Pff, hier unten durch. Durch dieses Tal, aber außenrum waren wir noch nicht. Jawohl. Warte mal, ich sammle mal eben die Pflanze hier noch und dann speichern wir nochmal und dann... geht es auf! Bedams! Ja, mach du deine Combo. Wunderbar. Oh, Ray hat ihn sogar unterbrochen. Ah, was, Alter? Boah, ist das geil.